Frenkel frotzelt. Heute. Let's Play. Rettungswagen-Simulator 2014. Tag, ihr Nasenbären, herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Mini-Let's Play, mit dem ich checken möchte, wie ein Spiel als Let's Play bei euch ankommt. Vier Folgen kommen zum Rettungswagen-Simulator 2014 erstmal und ja, das ist interessant insofern. Das Spiel erscheint erst am Mittwoch, 28. August, aber Rondo Media hat mir dankenswerterweise wieder eine Vorabversion gegeben, sodass ich euch exklusiv heute schon die erste Viertelstunde zeigen kann und die nächsten Tage dann nochmal 3x15 Minuten, insgesamt also 60 Minuten, die ersten 60 Minuten des Spiels. Und ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt. Ich habe noch nicht mal reingeschaut und ja, ich spiele also blind und wie immer ohne Handbuch, weil ich ja immer sage, ein gutes Spiel erklärt sich von selber und außerdem ist das viel lustiger, wenn ich erstmal gar nichts weiß. Also, Spiel beenden, das war jetzt eine freudsche Bewegung quasi. Ich wollte eigentlich ja die Kampagne starten. Ich habe schon ein Profil angelegt, ja. Okay, das habe ich schon gemacht, ich gebe es zu. Also, Kampagne. Ihr erster Einsatz wartet schon auf Sie, da freue ich mich, ja. So. Dann zeig ich mal, was du kannst, ey. Du Gerät. Ein neuer Notfall. Okay, was habe ich denn hier überhaupt? Aha, kann ich das selber benennen? Kann ich das irgendwie ernst nennen oder so, das Fahrzeug? Nee, keine Ahnung. Da kommt vielleicht später noch eins dazu. Das sind jetzt verschiedene Fahrzeuge. Hier ist irgendwie ein Notfall. Da werde ich wahrscheinlich hier draufklicken müssen. Was ist das denn hier? Drücken wir einfach mal drauf. Ah, Glossar, brauchen wir nicht. Was ist das hier? Statistik. Ihr seht, ich habe gar nichts. Ich kann nichts, ich habe nichts, ich mache nichts. Das kommt jetzt erst alles. Was haben wir hier? Die Stadtkarte. Das sieht ein bisschen aus wie von GTA geklaut, ne? Na, wenn das Spiel mal so geil ist wie GTA, dann können wir uns nicht beklagen. So, und das ist Exit. Das ist, glaube ich, Ausschalten. Das wollen wir nicht. Ja, ich drücke jetzt mal ganz da drauf einfach, ganz dreist. Oh Gott, ich habe Angst. Ich habe so Angst, weil ich nicht weiß, wie es geht. Und jetzt ist der Ton weg. Aha. Okay. Okay, okay. Ihre erste Mission beginnt. Geben Sie über das Funksystem durch, dass Sie den Auftrag angenommen haben. Drücken Sie U, um in Funkstatus 3 zu wechseln und betätigen Sie das mit der Taste Return. Ein Organtransport muss durchgeführt werden. Was? Alle anderen Fahrzeuge sind bereits im Einsatz. Ihr Zielort wurde bereits an das Navigationssystem übermittelt. Der Sprecher ist ja schon mal mehr so semi-professionell. Also, ich muss jetzt ein Organ abholen. Und zwar kein Geschlechtsorgan, sondern das hat man vorhin gesehen, ein Herz. Und wenn ich jetzt U drücke, dann geht's wohl los, ne? Keine Ahnung. Und WASD versuche ich als erstes mal. Einsatzauftrag übernommen und Return. So. M ist Motor. W, S, okay, das ist WASD. Und Space, alles klar. Handbremse lösen. Wie geht das wieder? Space. Halten Sie sich an die Verkehrsregeln und blicken Sie mit den Tasten E und Q. Blinken Sie nur einmal testweise. Ich sehe ja gar nichts. Ich wüsste ja gar nicht, wo ich blinke hier. Hallo? Kann mal jemand den Tacho wegnehmen? Wenn ich jetzt blinke, sieht das jemand, oder? Nö, keiner sieht's. Doch, da oben. Ha! Ganz schön schlau, da sind die Blinker oben angebracht. Jetzt können Sie zum Einsatzort fahren. Dieser ist auf der Karte markiert. So, Blinker wieder aus. Ach du Scheiße. Kann ich irgendwie auch links und rechts gucken oder so? Nö, kann ich nicht, ne? Was ist, wenn ich nicht blinke? Werde ich dann verhaftet? Ich weiß es nicht. Okay, wir fahren jetzt erstmal dahin. Vorfahrt achten. Aha. Also da, wo der Kringel ist wahrscheinlich, ne? Also fahren wir ein bisschen schneller. Ich bin ja im Einsatz. Obwohl, ich darf nicht so schnell fahren. Ich darf ja nur höchstens 50 fahren, ne? Oder wie? Oder wie? Oder wie? Ich müsste Tatütata müsste ich anmachen, ne? Aber das habe ich ja jetzt gerade nicht. Fahr zu!
Ja, geht schon gut los. Warte mal, habe ich eine Hupe? Ah, nee, ich habe keine Hupe. Ach, Mann, Männer stehen doch auf Hupen. Oh, ist rot. Aber können wir uns ein bisschen vordrängeln, ne? Das wird ja wohl noch erlaubt sein. Okay, Entfernung 416 Meter. Aha. Holen Sie das Organ ab. Okay, das ist ja, sollte nicht so schwer sein. Wir blicken mal und fahren mal hier rüber. Das könnte auch einigermaßen richtig sein. So, also von der Steuerung her ist das alles relativ simpel. Da hinten klöppen ein paar Bäume auf. Es fühlt sich jetzt nicht ganz so... Oh, stopp. Ja, Mann, ihr seht doch, ich bin im Einsatz. Fahrt mal ein bisschen schneller jetzt da, verfluchte Axt. Der Mauszeiger geht mir ein bisschen auf den Sack. Ja, fahren wir auch mal da weiter, ne? Wird ja kürzer, die Distanz, ne? Genau, unter 200 Meter schon. Also es fühlt sich so nicht ein bisschen... Also, wie soll ich sagen? Es fühlt sich nicht so unbedingt so an, als ob das Fahrzeug fahren würde, sondern es fühlt sich wieder ein bisschen so an, als ob die Landschaft unten drunter weggezogen würde. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. Aber es ist okay. Also, ich muss jetzt nicht großartig rummeckern. Okay, jetzt muss ich hier irgendwo ein Herz abholen. Los, gib mir mein Herz zurück. Du brauchst meine Hiebe nicht. Wo muss ich jetzt dahin? Rechts rein oder was? Einfach? Hallo? Und jetzt? Hallo? Scheiße, was mache ich denn jetzt? Hupen kann ich nicht. Vielleicht bin ich auf der falschen Seite. Schauen wir mal darüber. Hoppla! Da war eine Laterne! Sowas. Warte mal, wo muss ich denn hin? Ich muss dann vielleicht auf die andere Seite, aber das wäre unlogisch, ne? Oder? Vielleicht hier? Komm, scheiß auf Rot! Ah, ich muss doch tatsächlich hier hin. Das sieht ja aus wie GTA. Ist ja lustig. Na gut, also hier rein. So. Sie sind am Zielort angekommen. Melden Sie dies der Zentrale. Drücken Sie nun die Taste U, um in Funkstatus 4 zu wechseln. Und betätigen Sie das mit... und bestätigen Sie das mit Return. Okay, U und Return. M. Wieso muss ich jetzt den Motor ausschalten? Achso, ich muss rein und muss das Ding erst holen, oder wie? Vielleicht auch noch selber rausschneiden. Wie bei Search and Simulator. Oh. Eine Zwischensequenz. Ich weiß nicht, hört ihr Sound? Ich nicht. So. Sie haben das Organ aufgenommen. Melden Sie dies der Zentrale, das kennen wir, mit U und mit Return. Okay. Jetzt wird auch endlich mal ein bisschen Zeitdruck aufkommen, oder? M. Muss ich jetzt nicht schnell sein? 1 und 2 können Sie Kamera während der Fahrt umschalten. Ach du Scheiße. Welche 1 und welche 2? Ah! Okay, man kann auch Cockpit fahren. Um die erlaubte Geschwindigkeit besser halten zu können, können Sie den Tempomat mit der Taste T verwenden. Aha, okay. Wo muss ich denn überhaupt hin? Wenn mir das keiner sagt. Also T. Genau, dann fährt Tempomat. T wie Tempomat. Das ist einfach zu merken. Aber der wird ja wieder abgeschaltet, wenn ich jetzt hier bremse zum Beispiel. Richtig? Richtig. Ich weiß nicht, ob ich ein Tempomat in der Innenstadt, das ist ein bisschen umständlich, oder? Also, es kommt jetzt noch nicht so der richtige Zeitdruck auf, würde ich sagen. Aber mein Gott, ich will mich mal nicht beschweren, ne? Dass nicht da am Anfang so schwer ist. Ah, jetzt geht das. Moment mal. Hier geht's nicht. Aber hier geht's. Sehr schön. Okay. Bin ich so schlau? Habe ich das rausgefunden? Wird's jetzt endlich grün? Warum habe ich keine Hupe? Scheiße. Keine Hupe. Naja. Oh, 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 da. Oh, 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 oh. Da muss ich mich auch erstmal dran gewöhnen wieder, ne? Oh, 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 oh. Es gab bislang ein Opfer. Oh, scheiße, Kreisverkehr. Oh, scheiße. 70 Strafpunkte erlaubt, okay. Mann! Fahr mir nicht nochmal rein, du Arschloch! Ich versuch's mal mit Blinken und allem. Pipapo. Also, Opfer bislang, eine Laterne und ein Fahrzeug. Steht der da einfach nur rum oder was? Oder ist da rot? Nee, das ist rot. Ich sagte, ich hätte dich weggehupt. Nee, hätte ich nicht, weil ich habe ja keine Hupe. Oh! Mann! Die fahren ja wie die Doofen wieder, ey. Warum fahren alle in den Spielen total blöd? Warum fahre nur ich immer gut? Warum? Warum ist das so? Warum können die keine gescheite KI programmieren, Mann? Die so schlau ist wie ich. So, keine Ahnung, was das die Höchstgeschwindigkeit ist. Aber solange es nicht geblitzt wird, können wir ja ein bisschen Stoff geben, oder? Grün. Fahren wir noch ein Stück geradeaus, würde ich sagen. Also, PS hat er einige unterm Arsch, das ist nicht schlecht. Also, der zieht ordentlich durch, der gute Junge.
Also sogar, also das läuft besser als mein Mustang, das Gerät hier. Könnten wir mal kurz stoppen von 0 auf 100 in wie viel Sekunden? Das geht aber nur, wenn diese Kack-Autofahrer vor mir weg wären. Patient aufgenommen, okay. Das Geschlechtsorgan, Verzeihung, das Herz ist also auch ein Patient. Was ist denn, parken die da vielleicht oder was ist da los? Ist die rechte Reihe eine Parkreihe? Hm. Ja, okay, doch keine Parkreihe. Wir blinken jetzt mal rechts. Wir werden uns jetzt mal da ein bisschen absondern von den Pennern. Oder obwohl, komm, wir fahren noch ein Stück geradeaus. Das sieht gut aus. Jetzt können wir immer noch rechts fahren, ne? Was ist, wenn ich jetzt hier zum Beispiel rechts über den Bürgersteig fahre? Ich will ja nicht so viel kaputt machen gleich am Anfang. Vorfahrt achten. What the hell? Alles im Griff hier. Jetzt können wir mal kurz einen Test machen. Wartet mal. Von 0 auf 100 in wie viele Sekunden? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ist doch kein Sportwagen. Oh, kacke. Dauert doch ein bisschen länger. Alles klar. Ist nur vom Beschleunigungsgefühl her relativ heftig. So, jetzt fahren wir da links rüber, ne? Ist klar. Spenderherz, naja. Grün. Grün ist es. Wir fahren da rüber. Das läuft eigentlich ganz fluffig bislang. Ich bin überrascht ein bisschen. Komm, den überholen wir noch. So, und jetzt wird es da wieder ein bisschen riskant. Ne, ich habe Vorfahrt. Ich habe doch Vorfahrt, oder? Habe ich Vorfahrt? Ich habe Vorfahrt. Das ist jetzt wahrscheinlich eine Anfangs-Einfach-Mission, damit ich... Oh, die Polizei vor mir. Kann ich Licht anmachen? Ja, kann ich. Kann ich Fernlicht anmachen? Nein, also L ist Licht. Wie Fernlicht geht, weiß ich nicht. Ich wollte jetzt wegblenden. Versteht ihr? Lichthupen wollte ich. Ist das die Polizei? Fuck! Stopp! Ja, das könnte die Polizei sein. RTW erinnert mich übrigens immer an Return to Castle Wolfenstein. Okay, da fehlt ein C drin. Ich sehe es ja. Aber es erinnert mich trotzdem dran. Fahr zu, du scheiß Polizei! Du siehst doch, dass ich im Einsatz bin, oder nicht? Wie kann ich ein... Nee, ich hab ja das Ding nicht an, ne? Das twittert, da habe ich ja nicht an. Wahrscheinlich darf ich das für ein Herz auch nicht anmachen. Sonst hätte das Spiel mir das ja gesagt, wahrscheinlich, oder? Okay, stopp! Oh, kotz doch die Wand an, ey. Die bremsen immer so abrupt. So, ich habe hier Vorfahrt. Da gibt es gleich einen Unfall. Die Polizei. Ja, das sind wir wieder. Die Schnittlauchbrüder. Dumm wie Brot! Natürlich nicht alle. Hoppla! Was war das? Scheiße, ich bin irgendwie abgestürzt. Oh, ich hoffe, das hat weiter aufgenommen. Scheiße, ey. Ich war jetzt gerade auf dem Desktop gerade. Ich habe irgendwas falsch gemacht. Moment, ich muss jetzt hier rüber, oder? Muss ich jetzt hier links abbiegen, oder was? Oder muss ich hier rüber? Wahrscheinlich da muss ich hin. Kann ich auch rückwärts fahren? Ja, geht alles. Okay, ich habe jetzt gerade kurz nichts gesehen. Ich hoffe, es hat aufgenommen. Bin aus irgendeinem Grund plötzlich auf dem Desktop gelandet. Stopp. Muss ich nicht da rein? Nee. Prinzessin Leia! Oder? Oh nee, ist ein Typ. Okay. Scheiße. Jetzt hoffe ich, habe ich keinen Bock missgebaut. Jetzt muss ich nochmal außen rumfahren, glaube ich. Ich muss woanders hin. Ich muss doch vielleicht da vorne nochmal links. Haben wir alles im Griff hier. Haben wir alles im Griff. So, Moment. Stopp. Nochmal. Ich fahre jetzt mal da links rein. Vielleicht ist das ja da. Das sieht man nicht so genau auf der Karte, wenn ich das mal so anmerken darf. Vielleicht ist es doch mehr da drüben. Ja, genau. Ist es nämlich auch da. Da haben wir es, das blaue Teil. Ja, nicht so einfach. Aber... Erste Mission geschafft. Blinker aus. Frenkel, Blinker aus. So, Zielort. Die Taste U und Funkstatus 8. Okay, mal wieder. Motor aus. Und? Hip hip hurra? Hip hip hurra? Oder hip hip hurra? Da stand aber ein ganz schön bleicher Typ. Der sah auch irgendwie aus wie so ein Vampir aus diesen komischen Vampirfilmen da. Bis zum Morgengrauen und so. Ihr wisst schon. Ich weiß nicht, wie der heißt wieder. Habe ich vergessen. Ich schaue mir sowas nicht an. So, fahren Sie zurück zur Rettungswache. Aha, okay. Das machen wir jetzt noch schnell. Nee, das machen wir jetzt nicht, weil ich muss jetzt mal schauen, ob die Aufnahme geklappt hat. Also wir sind am Ende dieser ersten Episode. Ich hoffe, es hat alles geklappt und ich schaue da nochmal nach. Also, oh, komm, nee, komm, vergesst. Wir fahren das schnell noch. Wir fahren da schnell zur Rettungswache zurück. Das machen wir schnell. Das wäre ja blöd, wenn ich jetzt da mittendrin abbreche. Komm. Das ist ja die erste Folge heute.
Da können wir mal ein bisschen was zur Feier des Tages, weil es ganz exklusiv ist hier bei mir. Verpiss dich! Ich muss da durch! Zur Feier des Tages wollte ich eben gerade sagen, da machen wir das halt noch mit. Wow, fuck, 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 fuck! Ah, ich hab gedacht, ich komme da noch locker rum. Scheiße. Komm, komm, weg! Also, wie gesagt, die fahren alle wie die Blöden, außer mir. Okay, stopp. Ich kann jetzt mal gerade nicht blinken, ich muss jetzt mal ganz dringend zur... Oh, ich habe sogar geblinkt. Ich bin so gut. Ich habe es geblinkt, ohne es zu wollen. Muss ich mal schauen, ob die Aufnahme geklappt hat. Ich mache mich jetzt etwas nervös. Das wäre jetzt blöd, wenn ich das nochmal spielen muss. Wenn wir schon die erste Mission geschafft haben und... Es kann nicht so weit sein zur Rettungswache hier, Mann. Ich kann das überholen, aber das ist so riskant, ne? Scheiße, kann ich mir nicht nochmal erlauben. Ah, da ist schon wieder Gegenverkehr. Ah, da muss ich wieder über irgendeine Brücke drüber. Was soll das für eine Stadt sein eigentlich? Ich weiß es nicht. Da kommt einer von rechts, der wird nur immer. Das schaffen wir locker. Wenn wir da ganz ordentlich Gas geben. Ich weiß jetzt nicht, ob da eine Brücke kommt. Vielleicht kommt die Brücke nur auf der anderen Seite. Das wäre natürlich ein bisschen doof. Hätte ich anders fahren müssen. Hallo. Oh Mann. Ich sehe schon, da kommt keine Brücke an der Seite. Die müsste man ja jetzt schon sehen. Okay, wir wenden. Ich habe das alles komplett im Griff hier. Komm, fahr zu. Die Brücke zum Quai, die kommt bestimmt da weiter vorne. Das ist bestimmt alles in bester Ordnung. Wenn ich da lang fahre jetzt, oder? Oh, 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 oh. Aha! Ich wurde ertappt. Ich wurde geblitzt offensichtlich. Also, man kriegt ja ordentlich Strafen. Hoppla! Hallo! Mann! So weit kommt's noch. Ich krieg da wieder die Strafpunkte und ihr kriegt keine, ne? So läuft das nämlich. Ihr blöden Arschhaarfriseure, ihr blöden. Jetzt kommt da auch keine Brücke, doch da. Wusste ich's doch. Das könnte in jeder deutschen Großstadt sein eigentlich. Stopp. Also die Grafik ist jetzt natürlich nicht weltbewegend, aber... Komm ich da rüber? Kann ich da durchfahren? Ah, da vorne. Ich dachte schon. Ich dachte, ich musste... Halt! Mann, ich hab doch Vorfahrt. Ich bin doch, ihr wisst doch, ich bin doch im Einsatz. Mann! Oh, kacke, ey. Haben wir es jetzt bald? Dann lasst mich halt mal rüber. Hallo. So. Jetzt aber. Das sieht ein bisschen komisch aus, die Straße hier. Und hier habe ich Stoppschild, 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 Stoppschild! Okay, ich muss mich jetzt langsam ein bisschen zusammenreißen. Ich darf nicht mehr so viele Fehler machen, aber... Was soll ich sagen? Scheiße, ist rot. Was? Wie? Boah! Das war doch nur eine blöde Hecke! Da kann doch nichts kaputt gehen! Ich glaube, ich spinne! Was ist, wenn ich jetzt bei rot durchfahre? Ist das, wenn ich da irgendwie... Wird das gleich geahndet? Komm, ich fahr mal zu. Mal ausprobieren. Tatsächlich. Tatsächlich, das Spiel ist richtig streng. So, jetzt darf ich nur noch 20 Fehlpunkte machen. Jetzt muss ich mal vorne in den Links dann abbiegen, oder? Schaffen wir das noch? Ja, das schaffen wir. Das schaffen wir. Ich darf auch nicht zu schnell fahren, ne? Aber Tempomat ist doch schwachsinnig. Oh, eine rote Ampel. Mann, Mann, Mann. Da fahre ich jetzt im Rettungswagen-Simulator und muss an roten Ampeln halten. Ich meine, hallo? Geht's noch? Also, ehrlich? Das ist ja ein Skandal. Wird's jetzt mal langsam grün? Ja, auf der anderen Seite wird's grün. Okay. Also, ich stelle mal fest, es lässt sich ganz locker flockig spielen, auch ohne Handbuch. Das ist schon mal nicht schlecht. Man fährt einfach rum und dann wird es ein bisschen erklärt. Das ist in Ordnung. Jetzt weiß ich nur nicht, ob das gut genug war, weil ich habe ja, wie gesagt, so viel Punktabzug gekriegt. Ob sich das irgendwann rächt, weil ich dann natürlich nicht so viele Erfahrungspunkte kriege wahrscheinlich. Naja, komm. Für den Anfang können wir schon mal ein bisschen riskant fahren. Wäre ja sonst langweilig, ne? So, ich muss abbiegen. Ach, du biegst auch ab, du Arsch. Naja.
Uah, das war knapp mal wieder, Herr Frenkel. Uah. Juhu. Ich spiele das natürlich wieder mit Tastatur, ist klar. Ich finde das mit Lenkrad einfach viel zu leicht. Deswegen spiele ich alles mit Tastatur. So, jetzt müsste er abbiegen wieder, ne? Fahr zu, du blöder Penner! Die haben alle RTW da dran. Das ist ja doof. Ich dachte, das hätte nur ich. Fällt mir gerade auf. Na gut. Boah, Bushaltestelle. Da wäre ich jetzt reflexhaft fast stehen geblieben, weil ich ja Omsi spiele. Da kommt man schon mal ein bisschen durcheinander bei den einzelnen Spielen. Okay, jetzt muss ich wieder auf die andere Seite wahrscheinlich. Ja, das ist ja immer so ein bisschen ungenau angezeigt. Oder? Ah, da hinten leuchtet es schon. Ich sehe es. Oh, stopp, da muss ich rein. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt hoffe ich mal, dass das speichert und alles gut wird. So, U, Return. M. Belohnung. Was denn jetzt noch? Handbremse? Ja, ich bin doch da. Hallo? Warum reicht ihm das jetzt nicht? Oh, ich bin drüber rausgefahren. Oder was? Oder ich muss hier rein? Was ist jetzt los? Ich bin doch in der Rettungswache! Das seht ihr doch, ihr blöden Penner! Ach, da ist das blaue Ding. Ach Gottchen, ey. Jetzt seid halt päpstlich, halt der Papst. Warum hat das jetzt nicht funktioniert? So, grün. M. Ja, also, geht doch. Okay, Fahrtfehler habe ich gemacht. So. Fahrtfehler. Bla bla bla. 150 Punkte. Okay, wir sind am Ende dieser Episode. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ihr schaut auch das nächste Mal wieder rein, wenn es weitergeht hier mit meinem Mini-Let's Play Rettungswagen-Simulator 2014. Bis dann. Ciao.